MotoTV 22, Barber Mais Boat My Story. Ja, und es geht los, das Kräftemessen in der DTM 2023. Das SSR Performance Team, Stefan Schlund, der vor seinen wunderschönen grünen Lamborghini steht. Nicht mehr Porsche, Stefan, warum? Ja, für uns war nach dem nicht ganz erfolgreichen Jahr im letzten Jahr, mussten wir was ändern und wollten uns da eben neu aufstellen und denken, dass wir mit Lamborghini sportlich uns nicht schlecht aufgestellt haben und deswegen auch den Wechsel und durch den sehr guten Support von Lamborghini, sage ich mal, hat uns die Entscheidung relativ leicht gemacht, dass wir auch den Hersteller wechseln. Ja, das Evo-Paket, das Evo-2-Fahrzeug, richtig souverän für diese DTM 2023 und du hast einen Top-Piloten hier an dem Auto. Ja, ich glaube, mit Mirko haben wir natürlich einen der besten Werksfahrer und auch generell der besten GT3-Fahrer. Trotz auch Frank Pereira, glaube ich, auch einer der besten GT3-Lamborghini-Fahrer, die wir hier auf dem Markt haben. Und ich bin unheimlich stolz, beide an Bord zu haben. Ich bin unheimlich froh, dass wir beide für uns gewinnen konnten für das Projekt DTM. Und ja, wir können es eigentlich kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Ja, eine spannende Saison. 6 Fabrikate, 28 Teams, also es wird sehr, sehr viel Action geboten in der DTM. Ja, das glaube ich auch. Die Dichte heuer ist extrem. Es können, glaube ich, 6-7 Hersteller oder auch 6-7 Teams, sage ich mal, haben eine Doppelbesetzung, die sehr stark ist. Also das heißt, irgendwo in Summe sind es 15 Leute, die auch um die Meisterschaft fahren können. Und auch die 6-7 Teams, die doppelt gut besetzt sind, natürlich auch Teamwertung. Und das ist natürlich schon eine hohe Qualitätsdichte, aber das ist die Challenge, die wir sich alle stellen müssen. Und deswegen sind wir auch hier, damit dass wir uns mit den Besten messen. Heute das erste Kräftemessen am Red Bull Ring. Leider ist es etwas kalt, aber der Testtag heute und morgen wird vollzogen. Ja, genau. Solange es nicht schneit und solange es nicht regnet, glaube ich, können wir alle froh sein und sind wir auch alle froh. Und ich glaube, dass die Bedingungen jetzt nicht optimal sind, aber zumindest für das erste Rollout und kleine Kräftemessen, richtige Temperaturen, der richtige Ort, dass wir da auch sein können heute. Stefan, gibt es noch einen zusätzlichen Einsatz in irgendeiner anderen Serie? Ja, aktuell nicht geplant, zumindest nicht mit den Lamborghini. Wir haben auch natürlich das Programm mit den Porsche nicht ganz außer Acht gelassen, aber da prüfen wir gerade, was wir mit den neuen GT3R machen können und ob wir die auch noch heuer in irgendeiner Serie an den Start bringen. Der Langstrecke am Nürburgring sein beim 24-Stunden-Rennen. Wir lassen uns überraschen. Stefan Schlund, SSR Performance. Wir wünschen dir eine tolle Saison 2023. Danke dir.